Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu The Fall of the Dungeon Guardians. Ja, stimmt, wir sind in Level 12. Gerade erst angekommen, glaube ich. Ja, gerade erst angekommen. Gut. Da läuft was herum. Höhenräuber, die kennen wir ja. Großer Raum. Natürliche Wände ohne irgendwelche Druckknöpfe. Das Ding funktioniert auch nicht. Das ist auch kein Druckknopf. Okay. Du auch nicht. Du auch nicht. Auch nicht und du auch nicht. Okay. Das ist wahrscheinlich irgendwie ein Weg zurück. Oh, das sieht interessant aus da oben. Das sieht nicht so aus, als ob ich da durchbrechen möchte. Okay, das heißt, wir haben nur hier die Höhlenräuber, mit denen wir uns anlegen können. Oh, Stoßwelle. Eine Energiewelle, die 27 Schaden verursacht und alle in vorderster Reihe stehenden Feinden für 3 Sekunden betäubt. Sehr bedrohlich. Hm. Ja, okay, das gucken wir gleich mal. Feueratem können wir blocken. Feuerflut sollten wir eins zurückgehen. Ah, Feueratem, den müssen wir kassieren. Das ist aber halt auch kein Problem. Ach ja, und ein bisschen bedrohen sollten wir auch. So, den können wir nochmal blocken. Oder halt unterbrechen. Und du bist tot. Hast nichts gedroppt. Teleporter? Aha. Noch ein Teleporter. An den Wänden ist nichts Besonderes. An den Wänden auch nicht. So, hier ist ein Raum mit 2 Teleportern. Ah, nee. Wir nehmen erstmal den einen Teleporter hier. Da haben wir nämlich nur eins. Auswahl. Oh, hallo. Elfen-Schwertwache. Ah. Das heißt, sie können unterbrechen. Na, probieren wir mal bei denen das da aus. Scheint bis jetzt gut zu funktionieren. Hey, Level Up für Sirika. Und ja, sie können unterbrechen. Das ist nicht so schön. Oh, und das sollten wir wirklich nicht so oft benutzen, weil es hat eine hohe Abklingzeit. Oh, ups.
nicht wirklich für irgendjemanden, aber Serika sein Level abgeben. Ja, mehr Schaden für Feuerball wäre zum Beispiel schon mal nicht schlecht. Treffer von nicht-periodischen Zaubern. Also direkter Schaden, würde ich sagen. Aber nee, verstärken wir erstmal den Feuerball. Dann muss ich hier noch eine Reihe bilden. Jo. Und schließen. Du heilst dich mal selber. Also wir sind noch auf Level 12 auf jeden Fall, weil ich glaube die Karte würde uns das sagen, wenn wir auf einer anderen Ebene wären. Und ja, wir haben auch den Weg zurück noch, hä? Ja. Gut. Ja, das Problem schon mal gelöst. Wir kommen jederzeit zurück. Oh, es ist eine Treppe. Gut. Also ja, von den Gnomen zu den Elfen. Dabei haben wir die drei Elfenanführerinnen doch schon ausradiert. Deswegen wahrscheinlich die ein bisschen pisst auf uns sind. Oh. Gut, hier können wir nicht weiter. Hier ist auch nirgendwo ein Hebel, den wir betätigen können. Oder eine Abkürzung. Ha. Also ist das vielleicht einfach nur ein Weg zurück, um wieder in den Teleporterraum zu kommen? Hm. Werden wir ja sehen. Nehmen wir erst links. Ah. Aber es sind nur ein paar Gnomenarbeiter. Die sind ja so gefährlich wie die komischen Pilze. Okay, da ist ein Weg und da ist ein Weg. Keine besonderen Steine. Das heißt, wir gehen erstmal hier lang. Ah. Da kommt noch ein Schritt. Hi. So will ich das. So will ich das. So. Trifft das eigentlich alle? Nö, schieße ich nur das Ziel sofort. Oh, und das war der. Der ist greifbar unpraktisch. So, die vordere Reihe. Hm. Kampfunfähig machen. So, und für den letzten brauchen wir keine Heilung mehr oder so.
Eine Keule, die aufmerksam. Ach, das ist ein Runenstab. Nee, das ist eine Keule. Nicht wirklich. Da ist der Weg weiter. Da war mein Startpunkt. Okay, und hier sind jede Menge Abzweigungen, also nö. Gehen wir erstmal hier lang. Gnome Wachen und Gnome Krieger. Ja. Hi Jungs. Nicht so. So. So, so, so. So, so. Erstmal die Krieger loswerden, die sind gefährlicher. So, wo bin ich hier? Nur in der Halle. Oh. Ein Hasstrank. Davon habe ich ja schon ein paar. Gut. So, es ist hier nichts. Außer ein Weg weiter. Das sieht verdächtig aus. Aber hier lässt sich nichts drücken. Wie ging eigentlich nochmal unsere Nachricht? Ich habe mich einfach in einen kaputten Teleporter. Ich verdiene es nicht besser. Oh, ist das der Teleporter? Oh. Wo führt der uns hin? Ach, der führt uns hier zurück. Okay. Nein, nein, ich muss hier lang, oder? Ja. Okay, jetzt wissen wir schon mal, das hier führt uns nur zurück. Oh, und wahrscheinlich da runter. Ja. Mhm. Das heißt, wir haben noch die Möglichkeit hier. Ich höre wieder Gnome in der Richtung. Noch ein Teleporter hier. Keine Tür, keine Tür. Also kein Knopf, kein Knopf. Und hier auch nirgends. Okay. Oh, das führt mich hier in den Teil des... Und auch wieder zurück, okay. Ja, aber bevor ich mich dort umgucke. Oh. Hi, Jungs. Ihr seid mir sehr unwillkommen. Oh, Mist. Das wird jetzt unschön werden. Das war der falsche. Okay, alles auspacken, was wir haben.
Du heilst dich selber. Heilst dich immer noch selber, du. So, Priester totschlagen. Jetzt müsst ihr dran glauben. Das war ganz dringend. Deswegen übertreiben wir es auch mal ein bisschen. Ja, aber wir kriegen euch down. Gut. Oh, ein Vorratslager. Mehr oder weniger ist ein Stück Käse und ein Mana-Trank nur. Keine Knöpfe. Aber warum kommt mir das hier nur so bekannt vor? Sieht aus wie so ein Müllentsorgungsteil. Na super, jetzt komme ich an meinen Käse nicht ran. Zum Glück habe ich vorhin Quicksave gemacht, weil meinen Käse werfe ich nicht weg. Ja, ich habe hier wirklich immer noch Würste. Ah, Questzeug mal hier hin und da. Na gut, wenn wir irgendwann mal danach ist, kann ich immer noch nochmal hochgehen und dort das Essen einsacken. Was ich in den beiden Vorratskammern zurückgelassen habe auf Level 8. Da Essen und ich glaube hier irgendwo war auch noch mal Essen. Weil hier ist der Ausgang. Also es gibt ja eine schnelle Verbindung nach da oben. Oh, 13 war ich auch schon. Ach ja, stimmt. Durch die Kurzverbindung. Ah, ein Schild. 3 Stärke, 1 Ausdauer. Das nehme ich doch gerne für Hagrim. So, okay, das war eine Vorratskammer. Da unten geht's noch lang. Hier sieht's... Oh, hier ist wieder ein Teleporter. Ja, ein Teleporter. Und noch eine Vorratskammer. So, wie weit bin wir überladen? Ein kleines bisschen. Naja, wir haben Zeug zum Rausschmeißen. Ja, die tollen Nachrichten hier. Noch bewegen wir uns schnell genug. Okay, jetzt sind wir wieder an einem anderen Ort. Oh, Elfen.
Ja, ich hab euch auch lieb. Irgendwie nicht. Ach du meine Güte. Speerwachen, ah. Okay, du haltet mal selber.